Servus liebe Freunde, herzlich willkommen. Wir starten unsere erste Ernte auf dem Feld Nummer 17. Wir werden hier mal jetzt schnell so den Helfer mal einstellen und müssen uns natürlich auch gleich mal hier um unser Abfahrsystem kümmern, sprich also hier unseren Big Body 900 starten. So, und dementsprechend werden wir uns jetzt mal hier so langsam hinbegeben, denn ich denke mal, das wird ziemlich schnell mit dem Füllstand laufen. Und ich bin auf alle Fälle unheimlich gespannt, was sich hier jetzt tut im Bereich Wenden. Denn das ist hier gar nicht so easy. So, wir gucken jetzt erstmal, da unten ist er mit der Spur gleich fertig. Okay, da dreht er jetzt erstmal, das passt soweit. Okay, 32%, wow. Und das mit einer einzigen Spur, das ist eine ganze Menge. Das heißt also, auch hier wird dementsprechend über dieses große Feld viel reinkommen. Sehr, sehr viel reinkommen. Wo ich jetzt gespannt bin, ist hier unten mit den Bäumen, ob das hier vom Drehen her gut läuft oder nicht. Da lassen wir uns jetzt mal überraschen. Ich hoffe, dass das soweit funktioniert. Ansonsten hätte ich vielleicht auch das einfach links abernten können. Das Feld wäre ja auch eine Variante gewesen, weil hier unten sind keine Bäume. Aber gut, wir testen jetzt erstmal. Ich steige mal kurz ab und will mir das jetzt hier mal anschauen, wie der sich jetzt hier anstellt. Müsste ja von der Breite eigentlich hinhauen. Boah, das sieht aber auch gigantisch aus. So, und jetzt gucken wir mal, wie dreht er. Auch alles easy. Gut, wieder mal umsonst Angst gehabt, aber ist ja auch soweit kein Problem. So, während der da zugange ist, werden wir hier erstmal gucken. Unser Gespann ist ja jetzt wieder repariert, nach dem doch etwas kuriosen Zusammenprall letztes Mal, beziehungsweise Hängenbleiben an dem Pfosten für die Schranke. Also ich weiß auch immer noch nicht, warum, wieso, weshalb. Keine Ahnung. Aber jedenfalls, die Geräte sind wieder in Schuss. Das heißt, wir können jetzt also hier erstmal das Ganze wieder wegfahren und dementsprechend einparken. So, nehmen wir gleich mal den Kasten dahinter. So, fahren wir hier die Stücke gerade rückwärts und bringen den schon mal in den Geräteschuppen. Gut, dass der Mähdrescher gerade unten dreht, da haben wir noch ein bisschen Zeit, das hier ordentlich wegzuräumen. So, und dann müssen wir nämlich gleich den Mähdrescher zum ersten Mal schon abtanken. So, und hier bin ich jetzt gespannt, nicht, dass ich hier wieder hängen bleibe. Toll, Korte Garant 56%. Hallo? Habt ihr einen Schaden? Nein, das Ding hat einen Schaden. Aber was ist denn das, verfluchte Hacke? Wie kann denn der 56% Schaden kriegen in dem kurzen Antitschen? Also ey, jetzt bin ich langsam ein bisschen hier, ne? Bisschen hier sehr irritiert. Ah, können wir gleich wieder zur Reparatur stecken. Also Korte Garant und ich, wir werden keine Freunde. Also irgendwie fahre ich da Schrott. Da, was ist denn das? Also, ey. Ah. Ich habe irgendwie ein Augenmaß wie ein Kamel. Wunderbar. Wo komme ich jetzt da rein? Dankeschön. Ja, also, dann lassen wir den am besten gleich hier permanent stehen. Denn wenn ich den jetzt wieder... Also, ich weiß auch nicht, was da los ist. Irgendwie bin ich da nicht auf den geeicht, auf den Wagen. Ja, das ist wieder mal das Solaris-System. Chaos pur. Leider nicht so wie erwartet. So, aber wenigstens das klappt hier ja einigermaßen. So, können wir das hier schon mal abtanken? Haben wir ja wenigstens da schon mal einen kleinen Vorteil. Oh, Backe, oh, Backe, oh, Backe. Ja, und so geht natürlich unser gutes Geld dann doch wieder flöten. Das ist eigentlich gar nicht so geplant gewesen. So, der braucht noch ein bisschen. Dann gucke ich in der Zeit mal hier, wie es aussieht. Wir werden uns hier schon mal sozusagen halb vorbereiten. Ich hoffe ja, dass das mit dem Gären relativ zügig geht, weil da haben wir einen Haufen Arbeit vor uns. Weil ist ja diesmal doch so 1-2 Liter mehr als sonst. Oh, und naja, 18%, okay. Das heißt, da haben wir also noch ein bisschen was zu tun. Beziehungsweise müssen einfach nur noch ein bisschen warten. So, und jetzt haben wir hier die ersten 12.000 Liter drin. Und das ist ja schon mal eine ganz schöne Hausnummer. Ist gerade am Überlegen, aber ich glaube, ich mache das dann hier bei dem Feld mal mit der Quereinseite als erstes. Denn ansonsten muss der viel zu oft drehen. Es ist, glaube ich, nicht ganz so wirtschaftlich. Gut, jetzt hier mit dem großen Case ist das erstmal noch kein Problem. Dann werden wir mal schauen. Wir haben ja hier unser schönes Grubbergespann, ne? Den Hürlimann und den Horsch. Die werden wir jetzt schon mal langsam vorbereiten, dass wir nämlich dann entsprechend dort schon mal so hinten dran loslegen können. Hier brauchen wir zum Glück den Feldrand nicht zu grubbern. Und das hier ist auch der Grubber, wo ihr gemeint habt, ja, warum habe ich denn den oben nicht benutzt? Ja, das frage ich mich jetzt mittlerweile auch.
Irgendwie habe ich da ein wenig gepennt. Schade eigentlich. Aber na gut. Ja, mit dem wäre es natürlich doch noch ein bisschen schneller gegangen. So, den jetzt erstmal in die richtige Position. Oh, mal gucken, dass ich da hinten nicht jetzt gleich wieder den nächsten Baum erwische. Nee, das passt soweit. Gut. Ja, bin jetzt etwas vorsichtiger geworden. Anscheinend muss ich da ein bisschen mehr Geduld haben und nicht so schnell da durchflitzen. Den starte ich jetzt aber mal noch nicht. So, ich gebe aber jetzt dem Kollegen hier erstmal noch eine Chance. Der ist jetzt, oh, noch 7%, gleich repariert. So, dann gucken wir mal, ob wir das hier vielleicht jetzt dann etwas besser gedeichselt kriegen. Mann, Mann, Mann. Da habe ich den frisch repariert, dort an die Scheune und kann gleich wieder reinfahren. Also, das ist nicht das, was wir so ursprünglich geplant hatten. So, und jetzt werde ich das Ganze noch einmal versuchen. Mal gucken, ob es diesmal besser hinhaut. So, wir gucken jetzt mal, dass wir hier schön reinfahren können. Und vor allem müssen wir auch gucken, dass wir da uns jetzt sauber orientieren. Dass wir da nebendran. Vor allem die Einfahrt ist groß genug, fällt mir mal gerade so auf. Und ich trödel, nehme natürlich die engste Ecke. Dann ist das ja abzusehen, dass das in die Hose geht. Ja, aber so funktioniert das doch eigentlich. So, ja, wunderschön. Warum nicht gleich so, mein Freund? Naja, gut. Okay, also wieder was dazugelernt. Man sollte etwas Vorsicht walten lassen. Und ja, Schadensmodell. Ja, ohne war vieles schöner und einfacher. So, mit dem Schadensmodell ist das dann doch ein bisschen blöd. Beziehungsweise, ja, blöd für mich. Vielleicht interessant für euch und schlecht für unseren Geldbeutel. So, wo steht er? Oh, der steht gut. Der kann nämlich dann im Prinzip gleich da stehen bleiben. Und der Mähdrescher kann dann weiterfahren. So, und die nächsten 12.000 Liter kommen hier rein. Wunderbar. Damit erhöhen wir nämlich auch hier unseren Bestand so ein bisschen. Gucken gerade mal rein. Ja, da fehlt uns ja noch ein bisschen. Wir haben ja gesagt, wir werden so um die 200.000 Liter bunkern, falls wir dann doch mal eine Nachfrage kriegen, dass wir da reagieren können. Ne? In Westbridge Hills haben wir es ja auch im Moment so. Da ist ja auch, obwohl wir gerade Weizen verkauft hatten, jetzt eine große Nachfrage für Weizen gekommen. War auch interessant. Aber wie gesagt, so ein bisschen Grundpuffer will ich auf alle Fälle anlegen. Und die nächste Überlegung ist hier für die anderen Felder, sprich da hinten 14, 15, 16 hinterm Hof, da oben die 26, 27, werden wir uns danach nochmal auf den Raps konzentrieren, dass wir auch da so die 200.000 Liter vollkriegen. Und ich denke mal, dann sind wir auch da gut aufgestellt. Geld kriegen wir jetzt durch die BGA gleich genug rein, wenn es dann soweit ist. Das Stroh brauchen wir hier eigentlich erstmal nicht, ne? Nö, die Kühe haben noch mehr als genug Stroh, das passt. Silage könnten wir noch mal gucken. Schauen wir mal gerade. Ne, vielleicht nicht gerade mit dem, vielleicht eher mit dem. Ob wir da silagetechnisch noch ein bisschen was machen können. Und vor allem, wir haben ja auch noch Stroh im Hänger drin. Den müssen wir ja auch noch irgendwie dann an den Mann, beziehungsweise in dem Fall an die Kuh bringen. So, und hier müssen wir auch bald mal mähen und das Silo wieder ein bisschen füllen. Ist nämlich auch so eine Aktion, denn ja, allzu viel ist nicht mehr drin. 16.000 Liter. Das heißt, das wird dann auch bald mal wieder fällig. Müssen wir dann mal eine Runde mähen. Na gut, also durchgewachsen, sozusagen hochgewachsen ist das Feld 35 ja schon. Also grastechnisch ist mehr als genug da. So, und auch hier gucken wir mal. Das war einigermaßen anständig da. Ja, toll. Ja, wieder ranfahren. So, hier füllen wir noch eine Runde auf. So, sind jetzt auch über 20.000. Das ist okay. Nehme ich mal diese große Gabel weg. Sonst kriegen die Kühe noch Angst, wenn die da so ein riesen Ding über sich sehen. Meint vielleicht, ich wollte sie auffressen. Ja, gut, dann ist das soweit alles klar. Hier warten wir jetzt eigentlich nur, dass das mit der Ernte gut vorangeht. Okay, sind jetzt gleich bei 60%. Aber ich denke mal, wir könnten, glaube ich, den Grubber doch schon mal so langsam starten. Ja, der wird ja auch eine Zeit lang brauchen. Und danach geht's mit der Einsaat los. Ja, Einsaat, wie gesagt, die definitiv freue ich mich drauf. Kartoffel legen mit dem 6-Reiher plus dem Farmwall ist schon mal eine schnieke Geschichte. Das heißt, wir können aber jetzt hier erstmal den Helfer reinsetzen, weil so neu sind die Geräte nicht. Von daher kann der das ruhig selber schon mal soweit machen. So, und hier unten müssen wir auch düngen. Da müssen wir uns nämlich auch noch was überlegen, wie wir das dann machen, aber ich glaube, wir düngen dann einfach nachträglich das Ganze. Sollte etwas leichter werden dann, denn hier mit einer Kombi zu arbeiten ist ein bisschen blöd, denn die Düngespritze macht 18 Meter, der 6-Reiher-Kartoffelleger natürlich nicht.
Bedeutet also auch für uns, dass wir dementsprechend hier ansonsten viel zu viel Verlust hätten. Also da werde ich dann überlegen, ob wir uns vielleicht noch eine passende Feldspritze holen zum Düngen. Das könnten wir eigentlich sogar machen. Ja, da gucken wir uns gleich mal um. Der muss ja hier sowieso jetzt gleich abtanken. Ja, dürfte auch ziemlich... Oh, der bleibt da noch genau auf der Schräge stehen. Das ist ein bisschen ungünstig. Ich hoffe, dass der nicht zu weit jetzt rüberschwenkt. Das sollte so aber passen. So, dann steigen wir hier mal kurz aus. Gucken mal beim Händler rein. Düngerstreuer. Ja. Also, wir haben... Ups, bin ich gerade ins Mikro gekommen. Einmal hier den Großflächenstreuer mit 36 Meter. Gefällt mir aber nicht so sehr. Ich bin so ein Freund der Spritzen, also der Düngespritzen, wegen ja, dem Düsensystem. Das macht es doch ein bisschen angenehmer. Und da bin ich jetzt gerade am Grübeln. Die hat 24, die hat 40 Meter. Wow, 40 Meter ist natürlich riesig. Ist nur die Frage, 40 Meter, das ist natürlich heftig. Ich will mal gerade schnell was gucken. Das große Schneidwerk hat 13,7 Meter. So, und das 13,7 Meter, das will ich mir gerade nochmal anschauen. So. Ja, also das mal 3 sozusagen. Fände ich ein bisschen übertrieben für das Feld hier. Ich denke mal, die mittelgroße Variante würde da ausreichen. Wenn wir also nicht die 40 Meter, sondern dann die 28 nehmen, das ist fast doppelt so breit wie das hier, müsste doch eigentlich für das Feld okay sein. Gut, das heißt, wir steigen hier mal kurz ab, gucken nochmal, halt, falsche Taste. Düngespritze, so, das wäre dann hier die mit 24 Meter. Da können wir dann auch einfach einen vorhandenen Traktor für nehmen. Ich glaube, das ist eine ganz coole Sache. Grübel und studier. Weil ich bin aus dem Punkt jetzt am überlegen, wie das mit unseren Traktoren aussieht. Wir haben ja hier die große Seekombi. Obwohl, brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Da könnten wir ja auch erstmal probieren, ob wir hier einfach den Traktor von der Seekombi nehmen. Das wäre ja auch eine Variante. Genau, das testen wir erstmal aus, bevor wir da wieder was Neues kaufen. Aber wenn wir dann Feld 18, 19 haben, wäre es vielleicht doch ganz gut, mit einer großen Feldspritze zu arbeiten. Da können wir dann mal schauen. So, wie sieht's mit dem Gruber aus? Ja, ich habe ja gesagt, der hat ein bisschen Arbeit vor sich, okay. Aber Hülimann macht das hier bestens, muss ich auch mal feststellen. War also eine richtig tolle Kombination. Das war also eine richtig gute Kombination. So, und der Kollege sieht auch ganz gut aus. Der kriegt das also, denke ich mal, heute auf alle Fälle fertig. Können wir sogar eigentlich ein bisschen sozusagen hier schon mal das Ganze vorbereiten und den vielleicht vorab schon mal ein bisschen abtanken lassen. So, dann kann der nämlich hier schon mal ein bisschen was loswerden. Dann könnte der, glaube ich, durchfahren. Da braucht er gar nicht mehr anzuhalten. Allerdings sehe ich gerade, dass hier sowieso unser Kipperchen gleich voll ist. Dann würde ich sagen, machen wir den gerade voll und dann kann er den Rest dann noch durchfahren. Das müsste genau passen. In der Zeit kann ja der Gruber da hinten dran weiterarbeiten. Und wir werden uns morgen dementsprechend hier dann an die erste Einsaat machen. Denn der Helfer mit Gruber kann ja vorne dran ruhig da losfahren. Das ist gar kein Problem. Und wir können dann gemütlich hinterher dümpeln. Ja, das passt soweit. Dann kann der Farmhol da hinten dran. Und wir schnappen uns dann von der Seekombi im Prinzip den Traktor und werden dann hinten dran düngen. Dann haben wir hier wieder drei Fahrzeuge im Einsatz. Sozusagen, ja, Maximum Power, was Multitasking betrifft. Also auch nicht übel. Ja, denke mal, so klappt das. So sollte das gut klappen. Also halt, hier muss ich dran denken. Der kippt ja zur Seite aus. So. Übrigens, ich habe auch noch etwas erfahren, dass er bei manchen Fruchtsorten dieser Kipper trotzdem nach hinten auslädt. Also der kippt nicht immer auf die Seite. Das hatte ich ja fälschlicherweise gesagt, dass ich den für das und das nicht nehmen kann, weil er dann nach zur Seite auskippt. Wird aber wohl trotzdem nach hinten sein. Können wir hier bei den Kartoffeln dann mal testen, ob das auch so hinhaut. Denn ja, irgendwie müssen wir die ja dann hier in diesen... Ich hätte fast gesagt Bunker, also in dieses Lager, in dieses Silo reinbringen. So, das schaut gut aus. Gruber ist schön dabei. Der ist jetzt schon wieder bei 52%. So, da werden wir den nochmal kurz unterstützen. Vielleicht nochmal so ein paar Prozent rausfahren. Oh, ich hoffe, das passt soweit. Ja, das sieht gut aus. Und dann kann der nämlich hier schon mal ein paar Prozent wieder abgeben.
Muss ja nicht alles sein, der kann ruhig dann gleich weiterdrehen. Ist ja nur, dass wir hier ein bisschen Luft kriegen. So, denn unsere Zeit ist schon wieder um. Aber so wie ich es gerne habe, immer einen Vorgang abschließen, würde ich nämlich ganz gerne auch, dass der Case dieses Feld fertig macht. Dann haben wir das nämlich aus dem Kreuz. Ja, und er nimmt alles komplett mit. Das ist wunderbar. Dann machen wir das nämlich so, dass wir mit dem Knaben im Prinzip hier oben hinfahren. So. Dann sollte das eigentlich passen. Ein Stück zurück noch. Dann kann der nämlich eventuell da direkt abtanken. Gucken, ob wir das so hinkriegen. Von der Fahrseite müsste das klappen. Ja, das sieht gut aus. Der ist fertig, optimal. So, der fährt nämlich auch das Röhrchen schon aus. Das passt auch optimal. Aber brauchen wir nämlich nur jetzt über den Kipper. Ja. Na, das sieht ein bisschen blöd aus, was ich da gerade mache. Ein Stück halt, nicht zu weit vor. Und noch ein Stückchen rein. So, jetzt sieht das, ja, jetzt sieht das so aus, dass man das vertreten kann, auch optisch. Und ja, dann passt das hier nämlich auch. Dann haben wir das Feld fertig. Der Gruber ist da drüben. Ich wollte gerade sagen, unterwegs und blieb da gerade stehen. Hallo, das gibt Kopfschmerzen. So, wo ist denn der Kollege? Ah, da hinten ist er. Wunderbar. Ich will nämlich auch mal gucken, wie das mit den Gruberresten so aussieht. Also mit dem Horst, das klappt eigentlich ganz gut. Er lässt da nicht viel stehen. Das ist okay. Also Helfer, machst einen guten Job. Aber dein Job für heute ist vorbei. Mann, der hat aber ein Tempo drauf. Kommt mal kaum hinterher. Mann. Und das ich mit meinen alten Knochen. Unglaublich. So, hier nehmen wir den Helfer aber jetzt mal raus. So. Und sagen dem Kollegen, dass auch er nun Feierabend hat für heute. Ich bringe den nur noch in die passende Position. Oh, sogar das ganz enge Wenden funktioniert hier bombig mit dem Teil. Also ich bin echt zufrieden mit der Kombi. Habt ihr eine gute Wahl getroffen, Leute. Bin ich echt richtig glücklich drüber. Ja, und morgen werden wir dann hier ein bisschen Multitasking machen. Das heißt, der Farmall wird kommen. Den werden wir natürlich selbst entjungfern, später mit Helfer weiterfahren lassen. Wir werden hier parallel düngen, räumen den Mähdrescher weg, werden das restliche Korn ins Silo bringen. Also ihr seht, wir haben noch ein bisschen Arbeit. Aber jetzt wird's ernst, denn jetzt kommt die erste Kartoffeleinsaat. Und ich freue mich da schon riesig drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ihr seid dann auch mit dabei. In diesem Sinn sage ich danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Servus. Und tschüss.